Dieser Begriff wird in der Alltagssprache eher selten benutzt, meist literarisch. Er kommt in der Regel in der Literaturwissenschaft zum Einsatz oder wird für die Beschreibung künstlerischer Werke verwendet. Akkadische Dichtung ist außerdem eine Literaturgattung. Der Ausdruck geht auf das Volk der Arkadier zurück, das auf der griechischen Halbinsel Peloponnes lebte. Bereits im Altertum wurde dieses Volk, das eigentlich ein einfaches Hirtenvolk war, zum Inbegriff des goldenen Zeitalters verklärt. Aus dieser positiven Verklärung leitet sich die heutige Bedeutung des Wortes ab. Heute steht es für idyllisch, romantisch, verträumt und malerisch. Es ist das Wort arkadisch. Arkadisch. Arkadisch.